Wenn einen das Leben trifft, also unvorhergesehen, Stichwort Corona-Krise, die wir aktuell haben. Viele Menschen hören ja von Coaches und Trainern, Corona kann auch eine Chance sein und dann werden sie sogar ganz verärgert und sagen, was für eine Chance. Ich habe Kurzarbeit, ich werde vielleicht gekündigt, meine Frau, Homeschooling. Wo soll denn da die Chance sein, wenn jetzt Vlad und Stefan da eine nette Zeit haben im Podcastgespräch? Für mich bricht gerade eine kleine Existenz zusammen. Kannst du das nochmal aufdröseln? Warum kann Corona eine Chance sein? Und was ist vielleicht auch die Rolle der Medien, die bei diesem ganzen Prozess mitspielt? Also Corona eine Chance, erstmal, das klingt total platt. Ja. Und mir ist bewusst, dass das total platt klingt. Die Krise als Chance. Weißt du, wenn dein Angehöriger stirbt, dann wirst du nicht erstmal Juhu schreien und sagen, alles super. Oder wenn du einen Unfall hast. Das ist doch völlig klar. Aber jetzt, ich beziehe es einfach mal auf Corona. Und ich habe ja Kontakt zu sehr vielen Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen sozialen Sparten, Bereichen, Berufen und sowas. Und ich merke, dass es sich eigentlich gerade so eine Zweiteilung ergibt. Also so eine tendenzielle Zweiteilung. Die einen leiden, haben Angst, sorgen sich entweder um die Gesundheit oder was da passieren wird mit der Pandemie oder mit dem Arbeitsplatz. Oder sie haben auch richtig heftige existenzielle Sorgen. Ich kenne etliche Künstler beispielsweise, die seit Monaten nicht auftreten können. Und irgendwie scheinen wir es offensichtlich bislang nicht gebacken zu kriegen, das irgendwie finanziell aufzufangen. Also das sind sehr viele tatsächlich reale Sorgen und Ängste und sowas dahinter. Ja? So, jetzt kann man natürlich... Bleib bei diesem Blog. Jetzt kann man sagen, oh scheiße, ich schimpfe, ich bin Leidender. Ich kann auf die Straße gehen, ich kann Maskenschutz ignorieren, ich kann sagen, okay, Moment, jetzt glaube ich all denen, die sagen, das bringt nichts, ich kann mich gedanklich radikalisieren oder ich kann total in der Opferhaltung erstarren. Das sind psychologisch völlig nachvollziehbare Dinge. Der Punkt ist, es bringt halt nichts in der jetzigen Situation. Ja, ich hatte vorgestern erst ein Telefonat mit einem sehr extravertierten, sehr, sehr people-affinen, sehr guten jahrelangen Freund von mir, der sagte, Stefan, ich mach das fertig. Ich möchte wieder ins Fußballstadion gehen, ich möchte wieder das, ich möchte wieder das, ich möchte wieder das. Dann sage ich, okay, alles klar. So, und worin liegt jetzt aber die Aufgabe für dich? Und es könnte man das auch so sehen. Also die Aufgabe kann jetzt durchaus auch sein, dass du sagst, okay, wie komme ich denn mit mir selber klar? Wie komme ich denn klar damit, wenn dieses Grundrauschen um mich herum weniger wird? Oder wie gehe ich mit dem Thema Ängste um? Manche Leute postulieren gerade, die Angst vor Corona sei sehr viel schlimmer als die Ansteckung an sich. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, aber wenn du Angst vor so etwas hast, dann musst du dich doch fragen, woher kommt denn die Angst? Also was steckt denn dahinter? Stecken dahinter irgendwelche existenziellen Dinge? Hast du irgendwas in deinem Leben noch nicht gemacht? Oder hast du vielleicht Angst, weil du seit Jahren rauchst und eigentlich weißt, dass du eine chronische COPD hast und eigentlich seit 20 Jahren den Gedanken ans Aufhören wegdrückst? Oder weißt du? Oder gehörst du zur Risikozielgruppe? Das sind so viele Dinge. In diesem Topf kannst du jetzt von vornherein unheimlich viel Frustpotenzial vermuten. Oder warum hast du denn Angst um deinen Job? Ist dein Arbeitgeber möglicherweise gar nicht mehr so in dieser Welt hier richtig aufgestellt? Oder als Single-Selbstständiger, hast du dich mit diesen Themen Digitalisierung möglicherweise seit Jahren gar nicht beschäftigt? Warum haben die einen keine Probleme, jetzt auf digitale Medien umzusteigen, die anderen haben Probleme? Also so, und jetzt kommen wir in etwas, was natürlich sehr persönlich ist, was sehr, sehr tief geht, weil das was mit einem selber zu tun hat. Also und häufig, wenn einen etwas so sehr trifft, hast du halt vorher keine Vorsorge getroffen. Das ist wie Prävention. Ja? Also wenn du nichts gespart hast und dann ist mal Flaute, dann ist natürlich blöd, dann wirst du pleite. Andere sagen, Moment, ich weiß, es können schlimme Zeiten kommen, also muss ich mir ein finanzielles Polster anfressen. So, und dann kommen die schlimmen Zeiten, dann sagen die einen, super, ich habe was auf der hohen Kante. Die anderen sagen, na, ich habe alles immer rausgehauen. Ne? Also das ist der Bereich Nummer eins. Und jetzt, was ich sehr viel spannender finde, ist der Bereich Nummer zwei. Das sind diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, da kommt was, wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Ja? Wir wissen nicht, sind jetzt die Maßnahmen richtig, wir wissen, wir müssen irgendwas tun, aber die haben sich von vornherein auf dieses große Ding irgendwie eingelassen und sagen, okay, es ist ein Dilemma ist immer die Wahl zwischen zwei üblen Alternativen, ja, und jetzt vermuten wir mal, das ist gerade das geringere Übel. Und wenn du das so angehst, dann kannst du einfach nicht mehr sagen, ja, aber weil wir uns bewusst für das geringere Übel entschieden haben, schimpfe ich über das Schlimme, was gerade passiert. Also ab einem gewissen psychologischen Reifegrad ist das nicht mehr möglich, sonst kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken.
Ja, ich kann nicht mich bewusst für Weg A entscheiden und unterwegs die ganze Zeit sagen, ja, aber Weg B wäre besser gewesen, wenn ich genauso weiß, am Anfang, Weg B ist auch blöd. Ne? Und da merke ich, dass sehr viele aus diesem anderen Bereich diese Zeit sehr stark für sich nutzen. Also sich besser zu finden. Viele, die sagen, boah, Wahnsinn, das war eigentlich toll, zu Hause zu arbeiten. Ich kann mich viel besser konzentrieren. Ich habe Zeit gehabt für meine Lieben. Ich habe meinen Körper wieder wertschätzend gefühlt. Ich habe mir wieder wichtige Fragen gestellt in meinem Leben. Ich habe mal wissenschaftliche Artikel gelesen. Ich habe gemerkt, oder ganz praktisch, ich steige in diese Social-Media-Diskussionen ein, ich gucke mir das an und ich merke, das ärgert mich. Da muss ich herausfinden, warum mich das ärgert. Ah, dahinter steckt das. Also du kannst all das, was du gerade tust, konstruktiv aufgreifen. Und das ist dieser zweite Block. Und ich glaube, dass es so eine Grundsatzentscheidung ist. Möchtest du in dieser Situation, in der du nicht so viel gestalten kannst, möchtest du dich auf deine Gestalterseite konzentrieren oder möchtest du dich auf die Empörten, auf die Opferseite, auf die Opferseite stellen und willst da eben nicht hingucken? Beides ist total menschlich. Ich glaube, die zweite Variante ist schlauer. Ich habe erst vorgestern, es ist echt ein Zufall, ein Interview geführt mit Manfred Spitzer und der ist es ja der Direktor für Psychiatrie an der Uni Ulm. Er ist einer der Menschen, die eben sagen, die Krise oder die Angst vor der Krise ist mindestens genauso schlimm, weil Menschen in Ängste kommen, in Einsamkeit kommen. Und die Frage jetzt, nachdem du diese zwei Gruppen so schön herausgearbeitet hast, also die Empörten und die Gestalter, natürlich fragt sich jetzt jeder, der möglicherweise zu den Empörten gehört, ja, wie springe ich denn dann auf die andere Seite des Flusses? Gibt es da irgendwas? Weil es ist ja, wie wir auch anfangs des Gesprächs gesagt haben, sicherlich eine gewisse Grundtendenz, die genetisch vorbedingt ist, ob wir eher optimistisch oder eher pessimistisch unterwegs sind. Aber die spannende Frage für die Empörten ist, wie schaffe ich den Sprung zu den Gestaltern? Das ist ein ziemlich, ziemlich spannender Punkt, den du gerade anbringst. Ich muss da nochmal ausholen. Und zwar erstmal, Manfred Spitzer kenne ich und schätze ich. Ich habe bei ihm gearbeitet. Ach so. Also, okay. Ich habe bei ihm gearbeitet in seiner Klinik. Und da muss ich jetzt nochmal in meine persönliche Geschichte zurückgehen, weil ich wollte ursprünglich Psychiater werden. Also ich habe Medizin studiert, fand das total interessant. Und ich habe ab einem Moment aber aufgehört, wie ein Psychiater zu denken. Und zwar war das der Moment, wo ich überlegt habe, was ist denn der Rahmen um das herum? Und wenn du in der Psychiatrie arbeitest und hast zum Beispiel jemanden mit Depressionen, ja, dem geht's mies, dann gilt der Mensch ab dem Moment als geheilt, wenn er nicht mehr depressiv ist. Das heißt, wenn er morgens aus dem Bett kommt, wenn die Stimmung wieder einigermaßen stabil ist, keine Dauer des Grübel im Kopf und so weiter, so sagt, hier ist der Job für den Psychiater beendet. Und was bei mir vor fast 20 Jahren passiert ist, ist, dass ich diese Welt der gesunden Psychologie kennengelernt habe. So, und wenn jemand keine Depression hat, heißt das halt noch lange nicht, dass der in seinem Leben alles aus sich rausholt oder auch, also da ist immer noch Luft nach oben. Das heißt, hier hat natürlich der Psychiater einen anderen analytischen Blick auf das Leben als der Coach. Der Psychiater umgibt sich mit Menschen, für die Angst ein riesiges Thema ist. Die Angst gibt's da draußen. Angst ist eine ganz schlimme Störung. Das ist furchtbar. So, jetzt hat aber der Psychiater so ein bisschen eine verschobene Weltsicht, indem er tendenziell Risiken und Schwierigkeiten und Probleme sieht, während der Coach tendenziell eher Möglichkeiten und Chancen und Wachstumsmöglichkeiten sieht. Und jetzt, um auf deine Frage zu antworten, für mich ist jetzt der Bereich, wenn ich merke, oh, das macht was mit mir, jetzt gehe ich in diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung rein. Jetzt muss ich bereit sein, zu merken, an welcher Stelle schrecke ich immer wieder zurück. Ich kann sagen, ja, die Angst ist schlimm. Wir können das alles herleiten, was es im Körper macht und Immunsystemstörungen und pipapo. Aber ist die spannendere Frage nicht eigentlich vielmehr, woher kommt denn jetzt die Angst? Ja, wir haben in unserem Leben haben wir so viele Situationen, wo wir mit Angst klarkommen müssen. Wir fahren in Blechkästen mit 120 Stundenkilometer über eine Autobahn. Und trotzdem haben wir da keine Angst. Also das haben wir gelernt. Ne? So, ich finde, wir sollten alle Angst haben vom Autofahren. Nee, Angst ist nicht das Richtige. Was wir haben sollten, ist Respekt. Wir sollten sensibel sein für das, was passiert oder was passieren kann. Und jetzt sollten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten eben alles Mögliche tun, dass es nicht passiert. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und das nennt sich Leben. Deswegen gehen wir wieder auf diese Zweiteilung. Ja,
ich kann das dramatisieren, ich kann über die Angst schimpfen, ich kann sagen, wenn ich eine Maske aufhabe, dann habe ich dann Sauerstoffschwierigkeiten oder die mit Inzidenz und weißt, wir können diese ganzen Dinge reingehen und du findest immer tolle Argumente dafür. Wir können aber auch sagen, es ist nicht vernünftig. Vernünftiger wäre jetzt auf eine konstruktive Weise mit der Realität umzugehen. Es ist, ja, es ist jetzt. Ja, ich komme aus der Medizin, ja, wenn ich einen Krebspatient habe, dann bringt es dem nichts, wenn der sich sagt, ja, aber stimmen denn die Untersuchungen überhaupt? Ist das jetzt richtig? Ist die Kernspintomographie? Wir hatten den Kernspintomographen geeicht. Und kann ich bitte nochmal die Protokolle der letzten Medikamentenstudie sehen? Es bringt nichts. Du musst es als erstes annehmen, musst sagen, das ist, was mache ich jetzt daraus? So, und das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden über mittlerweile sehr viele Jahre in meinem Leben, dass ich mich halt lieber dieser anderen Fraktion zugehörig fühle, weil die andere Programme im Kopf laufen haben. Wobei beide völlig menschlich und verständlich sind. Ja, und dieser Punkt mit Realität annehmen, ich werde mal einen kleinen Themensprung machen, weil ich auch weiß, dass dich Donald Trump gerade auch ein wenig beschäftigt. Er ist ja ein Mensch, der die Realität nur sehr schwer annehmen kann. Er hat die Wahl jetzt verloren und kann aber einfach nicht sich die Niederlage eingestehen. Was würdest du eigentlich so einem Hardcore-Narzissten wie Donald Trump raten? Angenommen, es wäre dein Coaching-Kunde. Was würdest du sagen oder etwas... um das von Trump loszulösen, wenn Menschen die Realität nur schwer akzeptieren können, weil das gegen ihr Selbstverständnis geht. Wie können wir denn lernen, als Empörte, die die Realität wegschieben und sagen, nein, alles schlimm, alles schlecht, aber nicht selber ins Handeln können, wie können wir denn lernen, die Realität zu akzeptieren? Und eine Antwort, die nicht gilt, ist, mach's einfach. Also pass auf, es sind so viele Punkte drin. Ich habe vor ein paar Tagen ein Posting gemacht, wo ich die Kriterien laut DSM-4 der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich habe die bei Instagram gepostet und habe gesagt, Leute, guckt euch mal Donald Trump an, der hat alle Punkte. Ja. Und dann bekam ich sehr viele empörte Kommentare, dass man sowas ja nicht einfach per Ferndiagnose stellen kann. Insofern finde ich es lustig, dass du das gerade in so einem Nebensatz mit eingebaut hast. Also, wir sind jetzt hier eigentlich in einem Bereich, pass auf, ich muss anders anfangen. Der normale, der psychologisch gesunde Mensch kann solche Dinge annehmen. Und die meisten Menschen sind psychologisch gesund. Und all das, was ich gerade sage, das ist Küchenpsychologie, Situationen annehmen, das Leben annehmen und sowas, das ist völlig normal, ja? Und jeder, der halbwegs richtig tickt, versteht gerade, worüber wir sprechen. Jetzt gibt es aber einen ganz spannenden Bereich von Persönlichkeiten. Und das sind die sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Und je nach statistischer Erhebung sind das irgendwas so zwischen 5-10% der Menschen. Also da draußen jeder 10. bis jeder 20. hat sowas. Und das, wenn man es ganz krass formuliert, sind das so extreme Persönlichkeitseigenschaften, dass denen so diese normalen Bereiche halt schwerfallen. Ja? Also so einem Narzissten, der ständig Zufuhr für sich selber braucht, der viel Bewunderung braucht, der extrem empfindlich reagiert auf Ablehnung und sowas. Das ist normal, dass der so eine Wahlniederlage nicht anerkennen will, weil der kann das nicht. Das tut dem so sehr weh. Und jetzt ist es müßig zu spekulieren, was den denn verändert, weil bei Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass die in der Regel im Laufe des Lebens so ein bisschen auswachsen. Ja? Also das Leben schleift dich sozusagen ein bisschen gerade. Ja? Und das tut halt mehr weh oder mal weniger weh, aber irgendwann im Laufe des Lebens wird das schon. Bei Donald Trump scheint das eine extreme Multikombination aus so ein paar Diagnosen zu sein, deswegen ich möchte über den kein Urteil fällen. Den meisten Menschen passiert das gar nicht so extrem, dass sie so extrem das wegschieben. Zumal musst du noch bei Donald Trump mit reinrechnen, dass er natürlich um seine Außenwirkung weiß. Der weiß natürlich um jeden einzelnen Satz, den er verwendet. Ja, er hat ja diesen Basic Talk, dieses rhetorische Wegwatschen seiner Gegner. Das hat er natürlich jahrzehntelang trainiert. Also er ist das. Ja, also er ist auch ein bisschen die Hülle, mit der er sich umgibt. Und eigentlich bleibt ihm gerade gar keine andere Möglichkeit, als persönlichkeitskongruent genauso zu reagieren, wie er reagiert. Also das überrascht auch niemanden, dass er gerade so drauf ist.
wäre jetzt Donald Trump ein Patient von mir oder wäre das ein Coachee von mir und würde er mit einem Auftrag kommen, sagt, Friedrich, ich habe manchmal das Problem, dass ich die Realität nicht annehmen kann. Mit dem kann ich arbeiten. Ja, da machen wir jetzt einen Persönlichkeitstest, da machen wir jetzt Motivanalyse, worum geht es dir denn wirklich? Und dann könnten wir möglicherweise herausarbeiten, dass es dem eigentlich um Zustimmung geht oder darum, dass er erfolgreich ist oder da, so. Und dann kannst du an den einzelnen Facetten arbeiten. Aber jetzt hier die Regel aus der Hüfte zu schießen, das ist viel zu individuell. Das wäre nicht seriös, wenn ich sowas hier sagen würde. Aber da schließt sich ja der Kreis nochmal zu dem Anfang des Interviews, seine Persönlichkeit erst überhaupt kennen und seine Ausprägung zu kennen, denn dann weiß man ja, mit wem man es da zu tun hat in seinem eigenen Kopf und dann kann man vielleicht auch zum Coach gehen und wenn einem die Eigenschaft nicht gefällt, sie vielleicht wegtrainieren, oder? Wäre so, aber jetzt haben wir wieder wie wir anfangen gesagt, dafür brauchst du die Bereitschaft, dafür brauchst du eine gewisse Bereitschaft auch zu wachsen und zu reifen. Du weißt, ich mache mal einen ganz anderen Topf auf. Du kannst auch sagen, so Typen wie den Donald Trump ist doch geil, dass es die gibt. Also wir kennen die da draußen als das sind Gründer von Familienunternehmen, das sind Leute, die etwas kernigen Typen, die ein bisschen mit Testosteron-Überdosis durchs Leben laufen und halt mal eine Firma aufbauen oder mal auch einen Scheiß bauen in ihrem Leben oder so. Das gehört dazu, das ist nicht schlimm. Ja? Ich habe auch nichts dagegen, dass sich jemand mal ruppig oder so verhält. Es ist halt in der jetzigen Konstellation ein bisschen schwierig, wenn so jemand an die Spitze eines der wichtigsten Staaten der Welt gewählt wurde und sich da austobt. Dann haben wir diese ganzen autokratischen, diktatorischen Selbstverständnisse. Das greift natürlich in sehr viele Systeme hinein, die Welt betreffen. Deswegen, glaube ich, können wir ganz froh sein, wenn er jetzt in absehbarer Zukunft nicht mehr amerikanischer Präsident ist. Aber gegen den Typen an sich gibt es gar nichts zu sagen. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das macht das Leben auch spannender, weil man kann natürlich inhaltlich nicht mit ihm übereinstimmen, aber es macht großen Spaß, ihm zu folgen. Millionen Menschen folgen ihm als Entertainer. Ich auch. Ja. Und auch in viele meiner Vorträge, als ich bei euch bei der Bühne auf Gedankentanken war, ich glaube, ich habe sogar kurz mal den Donald, I'm gonna build a beautiful wall. Das baue ich echt gerne ein. Aber wie gesagt, die Frage ist, ob er inhaltlich was beiträgt. Aber auch darüber kann man ja ehrlich gesagt streiten, weil er hat ja viele seiner Versprechen zumindest versucht umzusetzen. Aber da machen wir, glaube ich, ein Fass auf. Da bräuchte ich ein zweites Interview. Ja, ich würde aber gerne, darf ich das noch anfügen? Klar, weil das finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen dahinter kratzen, woher das kommt, dann haben wir vielleicht nochmal die Schleife geschlossen, auch zu dem, was bei uns gerade so passiert. Denn ich glaube, dass wir bei Donald Trump eigentlich ein Zeitgeistphänomen wahrnehmen. Also wir wissen, die Welt wird komplexer, dann ist es natürlich für sehr viele Leute extrem verführerisch, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, Scheiß drauf, ist gar nicht komplex. Ich mache das einfach mal klar. Das hatten wir in der Geschichte schon immer, dass sich solche Leute irgendwann mal, die hat es irgendwann mal hochgespült und dann haben die halt diesen Führerstatus am Tisch geknallt. So, also das hatten wir schon immer. Jetzt ist aber die Frage, warum glauben das so viele Menschen? Und jetzt, glaube ich, sind wir tatsächlich in diesem Bereich der Medienmacht. Du hast in Amerika noch viel stärker ein System, was auf Unterhaltung ausgerichtet ist. Da geht es nicht um Komplexität, da geht es um Headlines, da geht es um Emotionen, da geht es um Stimmungen. Aber natürlich, einen Staat zu führen, Weltpolitik ist etwas Komplexes, etwas mit ganz vielen Grauschattierungen. Mhm. Und ich glaube, dass für sehr viele das natürlich nicht nachvollziehbar ist, wie viele Grauschattierungen da sein müssen oder auch Wissenschaft jetzt gerade, was wir bei Corona erleben. Ja? Das ist ja nicht die Pro und die Contra, sondern wir haben es ja mit einem ganzen Spektrum von verschiedenen Meinungen zu tun. Aber es verkauft sich in der heutigen Welt derjenige am besten, der eben Headlines in die Welt rausknallt. Und das hast du gerade in Amerika noch eine viel krassere Medienpolitik. Also der amerikanische Journalist versteht sich noch viel mehr als ein Präsentator von Pro und Contra. Also wenn du bei uns einen Experten mit einem anderen Experten seriös diskutieren zuguckst, dann haben die im Wesentlichen die gemeinsame Basis. Gehst du nach Amerika, da sagt der amerikanische Journalismus, das muss unterhaltsam sein, das muss knallen, das muss lustig sein. Wir nehmen mal den Mainstream-Typen und dem knallen wir jemanden gegenüber, der genau konträrer Ansicht ist und wir verstecken uns in der journalistischen Neutralität. So, und dann hast du plötzlich die Leute, die über Klimawandel sagen und wissenschaftliche Studien haben und 97% der Wissenschaftler sind ihrer Meinung und dann hast du diese 3% Ausreißer. Die werden aber in der Wahrnehmung plötzlich so groß, dass die 50% sind. Und das uninformierte Publikum sieht beides gleichwertig.
Und jetzt hast du eine systematische Medienverblödung geschaffen. Weil die Medien unter dem Deckmäntelchen der neutralen Berichterstattung, die aber auch nichts anderes ist als Einschaltquoten nach oben treiben, so eine Art Pseudo-Neutralität schaffen und dadurch die Welt verzerren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier bei uns auch in abgemilderter Form wahrnehmen. Das kannst du in jeder Talkshow sehen. Im Prinzip, da sind dann fünf Leute, meistens so zwei eher so vom einen Lager, zwei vom ein bisschen anderen Lager, aber die können sich schon irgendwo finden. Und dann hast du den einen Ausreißer drin. Und der hat einfach aus dramaturgischen Gründen nur die Aufgabe, die Gruppe aufzumischen. Und jetzt kannst du dann natürlich plötzlich extreme politische Strömungen so erklären oder du kannst plötzlich erklären, dass so Dinge wie Querdenker oder wie auch immer, und ich sehe das jetzt durchaus als heterogene Gruppe, die sie ist, also das sind nicht nur die Spinner und die Covidioten drin, sondern das sind sehr viele Menschen, das ist eine granulare Gruppe, das ist mir durchaus bewusst. Aber das Phänomen, dass sich Menschen plötzlich in so Warnsysteme reindenken, das kommt, glaube ich, daher, dass auch ein Medium oder Medien aus einem Neutralitätsanspruch auch Menschen eine Bühne geben, die diese nicht haben sollten. Und jetzt wird es interessant. Und jetzt bist du irgendwann bei einem Donald Trump oder du bist irgendwann mal bei wirklich geifernden Demonstranten, die behaupten, wir hätten eine Diktatur. Und da wundere ich mich teilweise schon und muss sagen, wow, jetzt haben wir es ein bisschen überzogen alles. Mhm. Ja, und das mit der Medienmacht oder der Medienverzerrung. Ich war letzte Woche bei RTL bei einer Trump-Doku, deswegen passt es zu unserem Gespräch. Und wir haben den ganzen Tag gedreht, aber am Ende des Tages blieben nur so Sentenzen übrig. Und viele Dinge, die ich auch gesagt habe, wurden weggeschnitten. Also das bedeutet, natürlich haben die Medien eine absolute Kontrolle, wie sie Dinge darstellen. Und sie wählen das natürlich auch so aus, dass möglichst viele Leute einsteigen. Aber ich glaube, diese Medienverzerrung, vielleicht, Stefan, ist es was für 2021, wo wir uns mal zusammensetzen und einen kritischen Blick auf die Medien werfen. Zum Schluss nochmal die Frage, wenn jetzt mehr Menschen mehr von dir wissen wollen, was ist der beste Weg? Wir werden natürlich zum einen diesen Persönlichkeitstest verlinken und diese 99 Wochen Coaching. Das fand ich auch ganz interessant, genau. Das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist bei Greater... Genau, was kann man denn noch von dir bekommen? Was können wir verlinken? Also relativ simpel, du gehst entweder bei greater.com, erstmal, da bist du natürlich sowieso greater, greator.com, da bist du ziemlich sehr in unserer Welt drinnen. Wenn du mich jetzt persönlich kennenlernen möchtest, sind für verschiedene Leute erstmal dieser Persönlichkeitstest, der kostet nichts, kannst du machen, 99 Wochen Coaching kannst du machen, ist auch erstmal kostenfrei, kann man testen. Dann würde ich unbedingt Greater Business empfehlen, also für die Selbstständigen oder solche, die es werden wollen. Da haben wir auch extrem viele Inhalte, die man auch erstmal kostenfrei testen kann. Aber ansonsten, wer mich persönlich jetzt kennenlernen möchte, ich bin derzeit auf Instagram am aktivsten und da sind auch immer wieder alle Links zu irgendwas, was man von mir und über mich finden kann. Und dann kann man auch gerne mal über das ein oder andere Thema mit mir streiten. Auf jeden Fall, zum Beispiel über The Donald. Stefan, vielen Dank für das Interview. Wir haben ja alles abgedeckt, Persönlichkeit, Trump, Corona. Also die Zuhörer sollten zufrieden sein. Dankeschön, danke. Danke, dass du da warst. Und wenn du eine Meinung hast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise zum Thema Corona oder Trump, dann einfach unten in die Kommentare bei YouTube. Und Stefan und ich gucken uns das natürlich sehr gerne an. Abonnier gerne den Channel und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao. Na, das war doch ein sehr überzeugender Gast gerade eben. Und jetzt die Frage an dich. Möchtest du eloquenter sein? Möchtest du Menschen besser überzeugen können? Durch bessere Argumente, besseres Storytelling, besseres Zuhören? Dann habe ich was für dich. Nämlich einen kostenfreien Online-Schnupperkurs zum Thema besser überzeugen. Ich habe mittlerweile über 52.000 Teilnehmer und natürlich würde ich mich freuen, wenn auch du dazukommen würdest und natürlich kostenlos lernen würdest von mir, wie du Menschen besser überzeugen kannst. Den Link zu diesem Online-Schnupperkurs findest du unten als ersten Link in der YouTube-Beschreibung. Nutze jetzt die Chance, trage dich ein und lerne, Menschen besser zu überzeugen. Bis bald und wir sehen uns im Online-Kurs.